Ja, hallo! Hier ist denn wieder der Silvio von PS Insight. Und der Rudi. Von nicht PS Insight. Ja, herzlich willkommen zur, ja, sechsten Folge Dead Nation im Koop-Modus durchzocken. In der fünften Folge, da bin ich ja leider, wie soll man das sagen, unglücklich. Gestolpert. Ja, und wurde dann quasi von der Schlitzbrotze komplett auseinandergenommen. Ja, und hat Aber. dann bewiesen, wie sehr er meinen Künsten hier vertraut. Wenn man am Ende drauf aufpasst, ja, wie er denn meint, oh, so kurz vorm Ende, als Ja. wäre ich schon tot, obwohl ich daneben sitze. Du bist ja eine Frau. Was soll denn das Das heißen? war der Beschützerinstinkt. Ich hatte Angst einfach um dich. Ja, Ja. klar. Aber ich wusste ja immer, dass ich mich auf meine Partnerin verlassen kann. Ja, Ist. Mr. Mrs. Smith. Genau. Also, ja. Das war quasi die fünfte Folge. War sehr, sehr spannend zum Ende, muss ich sagen. Ich habe selber mitgefiebert, wie ihr sicherlich auch hören konntet. Und jetzt machen wir quasi direkt weiter mit der sechsten Mission. Ja, die sechste Mission. Wir Vielleicht sind. auch die letzte Mission. Hoffen wir es mal nicht. Also, wir sind ja jetzt im Krankenhaus angekommen. Ja, und denke ich mal, dass wir die Akte dann noch finden. Statistik. Und los geht's. Rudi, möchtest du mit der nächsten Mission fortfahren eigentlich? Eigentlich nicht, aber wir machen es trotzdem. Ja, okay. As we were closing in on the hospital, we called Dr. Morden back. Tell me, Doc, what's three times your size, has machetes for hands and skin as tough as a rock? I couldn't say. I'm not privy to every bioweapon experiment the government conjured up to fight the epidemic. Damn thing almost cut us into pieces. Just get me the tissue sample. I will talk to you then. Okay. Ich muss mal husten. Ja, So. ist ja nicht schlimm. Ist menschlich. So, jetzt müssen wir eine Gewebeprobe finden von Patient 0 im Krankenhaus. Super. Krankenhäuser sollte man immer aufsuchen. Findet einen Weg, um auf das Dach des Krankenhauses zu gelangen. Launcher. Muffle. Meine Güte. So. Ja, ich habe ja aufgrund meines vorzeitigen Pixeltods noch ein bisschen Munition über. Ja, aber ich Guck mal. werd mich trotzdem nochmal aufleveln. Also auffüllen, munitionieren oder wie man es auch immer nennen mag. Also, da ich nicht genug Munition gehabt hätte, um mir diesen Granatwerfer zu kaufen, wirst du Geld, meine ich natürlich nicht Munition, wirst du es wohl auch nicht haben. Aber jetzt gibt es den Schocker. Den kannst du vielleicht Aber ich hole sogar. mir trotzdem, wenn, dann erstmal den Granatwerfer, weil der einfach, Mann, ja, macht die Sprengkraft. Hoch, kann Ja. man sich aber selbst mit umbringen. Genau. So. Oh, ich hab bloß 42.000. Das reicht ja quasi gerade Das. mal, um deine Munition aufzufüllen. So, aber Minen auf jeden Fall wieder kaufen. So, Fackeln habe ich, Granaten habe ich, Minen. So, die haben wir. Sehr schön. Die waren ja auch komplett fertig. Fünf Sprengladungen, das ist echt gut. So, ja, mehr ist leider nicht. Gut, Schrot finden, aber das spare ich mir jetzt. Oder hole ich mir die doch mal. Nach. Ja, ich spare auf den Granatwerfer. Wir brauchen aufgrund der Viecher, die hier mittlerweile rumrennen, brauchen wir Und starke wenn ich da lang Waffen. gehe? Warte mal, warte mal. Hier geht's sogar lang. Aha. Weil wir von hier kommen, oder? Da sind Zombies. Zombies. Hä? Von hier kommen wir. Jetzt war es aus einem anderen Blickwinkel. War da oben kein Tor, wo wir da durch mussten? Was da? Ja, guck mal, wir müssen eigentlich da lang. Ja. Also gibt es hier hinten bestimmt Kisten oder sowas? Oder auch nicht. Oder Zombies gibt es bestimmt hier. Wir schauen mal nach. Tatsache. Vielleicht ging das die ganze Zeit. Oh, ach komm. Oh, Oh. Pizzabäcker. Alter, voll die Orientierung gerade Fein. verloren, schon wieder halb tot. Super. Für 6.000 Gold so ein Stress, oder? So ein Mist. Ja. Meine Güte. Oh, komm, ey. Für 6.000 Gold. Das ist echt mies. Alle zusammen tanzt das Brot.
So, aber 6000 haben oder nicht haben. Guck mal, jetzt habe ich wieder 41.000. Ja, werde ich jetzt hier nicht nochmal geheilt? Ja, wenn wir über das Ding gehen, dann wirst du, glaube ich, sogar nochmal geheilt. So, das lade ich wieder auf. Hab ich hier noch? Das habe ich alles. Das habe ich auch voll. Ich mach mal. Gib das Inventar. Ja, mach mal das einmal. Dann kaufe ich mir die einmal. Und jetzt spar das Geld, dass du dir in der nächsten Runde vielleicht mal... So, ich habe mir jetzt noch hier. Dann leuchten die noch länger. Ja, meins ist voll. Kann nicht schaden. So, und jetzt aber... SMG. Ja, genau. Und ich brauche nicht mehr Kurven. So, denk dran, ich habe die Mine, ja? Also, wenn das hier zu viel wird, dann werfe ich einfach eine Mine. Und dann, guck mal, da stehen nur die ersten 8. Wir müssen den Weg aufs Krankenhaus, dachte ich. Da hat sich was probiert. Ja. Also jetzt kommt wieder alles hier auf einmal. Weg. Weg von ihm. Oh. Die sind so ätzend, ja, oder? Dieser Usain Bolt Zombie, der ist sowas von belastend, ey. Der braucht doch aber auch noch einen besseren Namen, einen Brotzennamen sozusagen. Da müssen wir uns noch was umfallen lassen. Das kommt dann spontan. Nervbrotze. Weil er nervig ist. Nervbrotze. Das Jugendwort des Jahres. Ich wurde übrigens geheilt, als ich über diese Fläche gelaufen bin. Ja, ja, hab ich schon gesagt. Guck mal, da geht's auch okay? Sieht so aus, als würde es nee, nicht hier lang gehen. Nicht lang. Also ja, müssen wir, kann man nicht aufmachen. Also müssen wir quasi, guck mal hier, das sieht sicher aus. Ja, so diese Zeichen, die ja, stehen ja allgemein für Sicherheit. Ja. Das ist ja die EU. Oh. Da auf der anderen Seite, Rudi, auf der anderen Seite. So, ich hab eine Mine geworfen. Rennt da alle rein, rennt alle da rein. Oh, guck mal, guck mal da. Guck mal, die kotzen grüne Sachen aus. Brauchst du ein Mini? Okay, Mr. Mrs. Smith, nicht in diese grünen Pfützen reingehen. Ja, dann geh doch da nicht rein, du stehst drin. Folge mir, mein Herzblatt. Alter, da kommen ja so richtig viele von jetzt, wa? Ja, aber auf jeden Fall erstmal zwei Mini fallen lassen. Oh, hier, guck mal hier, das sind die Kotzbrotzen. Jawohl. Oh, Alarm. Oh, noch ein Medipack. Das ist sehr gut. Und jetzt hier so am Anfang gibt es so viel davon. Ja, und später wieder gar nicht. Ja, und später, wenn du es wirklich brauchst, kannst du es vergessen. So, da ist auf jeden Fall eine Safe Zone. Dann gehen wir auf jeden Fall mal noch hier rüber. Da kommen ja auch immer noch Zombies her. Da gibt es schon so was. Oh. Schieß doch nicht, ich hab das Ding da. Nein, das ist okay. So. Es ist schade, dass man so Medipack und sowas, dass man das nicht einfach einsammeln kann. Ja, und dann halt wie eine Granate verwenden, ja. Ja, quasi so 1-2 davon. Das wäre ja nicht schlecht eigentlich. Aber brauchen wir nicht drüber zu reden, ist nämlich nicht so. Ach, guck mal, da. Oh. Das gab was, guck mal, da ist eine Kiste. Sieht halt gut. Aber hat sich jetzt schon gelohnt, ja? Ich meine, du hast jetzt schon wieder über 50.000. Wenn ich mich jetzt zurückerinnere, ich glaube, du hattest 2.000, als wir hier angefangen haben. Und so lange spielen wir jetzt noch nicht das Level. Ja, das stimmt. Also, aber ich spare ja. Ich hole mir jetzt einfach nur noch Munition. Weil, guck mal, ich habe bloß noch 82 Schuss. Mhm. Und das war ein Areal jetzt hier. Das ist schon übel. So, ich gehe da. Anni, du darfst ja zuerst. Ja. Ja, ich darf immer. Das war keine Absicht. Ich glaube, du brauchst 60.000 für den Dings, für die letzte Stufe von deinem Granatwerfer. Will ich einfach mal... Nee, mach ich nicht. Ich warte auf die letzte Stufe meines Granatwerfers. Mhm. Sollte mal einer sagen, warum könnte ich mit Geld umgehen? Ja. So, ach komm, wenn ich hier Make-up gebe und Schminke und irgendwas, dann wird sie das auch holen. So. Ja, aber das kann ich mir einfach mit wegnehmen, ne? Das interessiert uns irgendwie gerade überhaupt nicht. Hier. Oder meinst du, mich zeigt einer an, weil ich einen Lipgloss geklaut habe? So.
Ja, dann wollen wir was. Müssen. Checkpoint. Checkpoint. So, auf. Oh, warte, die fallen einem gleich auf die Rübe. Lass die aufstehen. Das erinnert mich so an World War Z. Ja, weil die. Oh, oh Gott. Nein. Ausweichen. Ja. Oh. Mann, ey. Aber die haben wir echt souverän erledigt, ja, ohne Schaden zu nehmen. Ja. Also wir werden besser. Lass mal hier gucken. Ich glaube, da ist was. Oh. Ja, ja, setzen wir. Wo hast du was gesehen? Dann geh mal da gucken. Ach nee, dann Entschuldigung. Ja, besser immer mehr nachgucken und vielleicht ein bisschen Kohle kriegen, ja. Wir fliegen bestimmt auch gleich wieder welche runter. Ja. Das. It's raining, man! Halleluja! Ja, so ungefähr, ja. Schießt immer noch ewig, da ist schon gar keiner mehr. Ja, kann es sein, dass er plötzlich Panik, wieder auftaucht. Will dich nur beschützen. Oh, ich bin zu männlich, du bist. Ich höre schon wieder was. Ja, hier, fallen Zombies. Da mach ich mal eine Mine. Vor ein Zombie! So, lauf mal ein Schild. Ja, brauchen wir nicht schießen. Ja, komm, die mal. Von hinten, von hinten, von hinten, von hinten. Das ist aber gemein. Oh nein! Blödes Vieh, ey. Oh, Position. Moment mal, ja. Da ist ein Minitech gefallen. Ach, hier, hier, noch nicht durchlaufen, also ich denk mal, ich hab eine Mine gewonnen. Meinst du nicht, ist es besser, die sich ein bisschen aufzusparen? Ich kaufe mir einfach welche. In den nächsten Checkpoint? Ja. Ja, da rennt er auch noch rein. Und bumm! Es sieht ja verdammt cool aus, muss ich sagen. Oh, jetzt sind hier zwei Medipacks, tun uns beide. Wir heilen. So, warte, lass ihn. Oh, warte, oh, oh, weg, weg, weg! Guck mal, es ist immer noch eine Sprengladung über dafür. Ja, hast ja auch fünf mittlerweile, ja? Stimmt, ja. Ach komm, ja, genau. Jawoll. Ich finde das total geil, muss ich wirklich mal sagen. Ist auch praktisch. Ja. So. Aha! Also es lohnt sich hier wirklich immer, mal genauer zu gucken. Boah, das sieht ja schlimm hier aus. Ja, so ein bisschen komisch. Das ist kein Krankenhaus hier, das ist eine Quarantänezone oder sowas. Oh, so, oh. Da sind wir da welche. Werfen wir Wetter hin. Ach. Ja, oh, das ist eine Brüllbrotze, eine Schreibrotze. Schreibrotze, genau. Eine Brüllbrotze. Ja, so in der Hektik geht da mal schon mal ein Wurf und so. Dahinter stehen sie wie die Blöden. Mit Sicherheit, denn ja. Würde ich sagen. Wir machen das folgendermaßen. Du packst da vorne Mine. Ja, bleib mal da stehen. So, Achtung, ich mach auf und renn weg. Alter! Jawoll! Das läuft! Wie ein Länderspiel! So. Oh. Oh. Der war gut getarnt mit seinen grünen Klamotten. Wow. Oh. Ich werfe noch eine Fackel. Ja, los, los, mal. Let's get it. Da sind wir da. Kotzbrotzen. Kotzbrotzen. Das klingt da. Das ist bis jetzt der geilste Begriff. Da ist ein Automat. Und brauchen wir jetzt die Pützen aufbauen. Oh. 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 Was war denn das bitte? Das war eine Raid Watchers Gruppe, die keinen Bock mehr hatte. Alter! Oh. Oh nein! Maschinenpistole ist alle. Das war deine. Ja. Aber haben wir doch gut hin. Souverän gelöst, ja. Immer noch kein Schaden genommen jetzt. Oh. Vielleicht muss man sich ganz am Anfang erstmal einmal verwunden lassen, bevor es überhaupt losgeht. Ja. Oh, oh. Da alle hin. Oh, oh nein. Gerade so ausgewischen. Die Medipacks liegen hier gleich genug rum. Von dem her ist es nicht so schön. Ja, ich habe bis jetzt noch keinen Schaden genommen. Also ich schaffe das irgendwie ganz gut gerade. Wahrscheinlich hat mir das erstmal.
Jetzt habe ich keine Munition mehr, das geht jetzt auch gleich los mit dem Schaden nehmen. Komm schon. So, wir schauen mal, wo wir lang müssen erstmal. Lass mal hier hinter gucken. Da sind welche. Gut, die können wir nicht killen. Da ist eine Kiste. Holst du die? Ich halte hier die Stellung. Ja. Jetzt kannst du dir denn sogar eine Waffe kaufen. Oh ja, dann kann ich mir den Granatwerfer echt holen, ja. So, warte, ich nehme mein Medipack. Mach das so. Ich brauche nicht. Eine Mine habe ich noch. Die echt Doppel-Headshot hier. Die hebe ich mir wirklich für den ganz schwierigen Moment auf. Weil ich jetzt überhaupt nicht weiß. Okay, da müssen wir rüber. Und kommt kein Waffenladen mehr. Verdammt. Okay, bist du vielleicht. Wenn wir da was sehen, kann ich ja da mal mit dem Granatwerfer einfach mal so. Nee. Nee. Auf, spar die Munition. Soll ich rübergehen? Ja, dann los. Ich hab ne Mine. Da liegt ne Fackel auf jeden Fall. Da ist ne Kiste. Okay. Hier ist auch ne Kiste. Guck mal, hier liegen... Fackeln? Hier liegen Fackeln. Oh, ich werf ne Mine. Oh, scheiße, ich hab ne Fackel. Egal, wir bleiben einfach hier in dem Bereich. Oh, oh. Ja, die rennen erstmal dahin. Das ist gut. Oh, es ist so dunkel. Oh Gott, eine Brüllbrotze. Ja, eine Brüllbrotze. Schreibrotze, meine ich doch, ey. Nein, aber Brüllbrotze ist cool. Das geht doch viel einfacher von der Lippe, ja. Ja. So BB. BB. Brechbrotzen haben wir auch. Oh Gott. Brechbrotzen. Ich habe einen Fackel. Ich habe auch eine vorher dahin geworfen. Ja, ist egal. Ja, zuerst ist egal, wir haben noch was. Wir haben noch was. Hier ist auf jeden Fall erstmal eine Kiste. Oh, hier hat ein Kotzbrotzen hier, ey. Ja, vor allem weil es so stockenfinster ist, ja. Ja. Ich nehme mir mal so ein einfaches Medikament. Das ist hier so dunkel. Mach doch mal einer das Licht an, bitte. Soll ich? Was ist das hier? Komm her, wir müssen auf jeden Fall zusammenbleiben. Mal hier. Mal der Scheinwerfer, der leuchtet da verdächtig auf eine bestimmte Stelle. Ja, finde ich aber oh. Auch. Weg! Okay, den haben wir. Ja. Oh. Wir beten immer. Ist egal. So. So läuft das hier. So wird's gemacht. Warum läuft das denn jetzt plötzlich so gut? Weil wir gut sind. Was haben wir denn? Vielleicht sollten wir das nicht so oft sagen. Klopfen wir schnell auf Holz. So, warte mal. Oh, hier. Safe Zone, Safe Zone. So, also ich sehe hier nichts mehr. Ich auch nicht. Da. Ja, nochmal 3000. 126.000 Gold. Ja, und du hattest 2000 am Anfang. Ja, das ist heftig. Ja, dann geh mal da ran, Hase. Ich glaube, ich kaufe mir erstmal so ein bisschen MP-Munition. Mal so 955 Schuss. Wiegt ja nix. So, und dann gucken wir mal weiter, was wir noch so brauchen. Auf jeden Fall Fackeln. Weil die retten Leben. Ja, dann kannst du gleich maximal Inventar voll machen. Dann haben wir den nämlich auch. Halt. So. Mhm. Ja, na denn, ruf dir mal deinen Granatwerfer. Vielleicht kommst du damit besser klar als ich. Schauen erstmal Munitionchen. Das war das Wichtigste. Da fehlen dir wieder fünf Goldstücke. Ja. Dann das auf jeden Fall. Das brauchen wir auf jeden Fall. Das brauchen wir auf jeden Fall. So, und jetzt? Okay, das was macht, dann hol ich mir jetzt den Granatwerfer. Tada! Kann mir aber erstmal nichts kaufen. Ja. Du kommst damit schon klar. Aber wir haben das erstmal. Und dann lass uns mal weiter rocken hier. Kranken wir. Nee, das ist nichts. Ich glaube, jetzt kommen sie alle von vorne. Ja, das sieht so. Oh. Gute Idee. Ja. Oh, von hinten! Oh, das gibt's ja nicht. Das ist gleich, so gleich tot. Das ist so ein mieses Vieh, ist das, ey. Ja, der kommt von hinten. Aus dem Krankenhaus. Warte. Echt? Ja. Die Tür war vorher zu. Ich brauch das Medik. Ja, du brauchst es auch, scheiße. Nein, Hund, nimm du das. Nimm du das einfach. Das ist egal. Das kriegen wir schon hin. Warte mal, ich schieße auf das Auto.
Also, wenn ich mich an die erste Folge erinnere. Ja, das war klar. Oh. Ja, bitteschön. Deine Pickel, ihr Plattens. Oh, die hätte ich mir sparen müssen. Naja. Nee, ja. Ja, komm jetzt immer wieder, wenn ich das erinnere. Schlacki. So, ich glaube, jetzt kommt gleich meine Mine zum Einsatz. Das Auto explodiert das mal. Hol doch mal! Findet man da so was? Nee. Kannst du leider nicht rein. Hinter dir. Boah, wo kam? Ach so, da ja. Oh Gott, von hinten! Und ich hab das gesagt. Wo bin ich denn? Oh, ich stand voll in meiner Mine drin. Puh, sag mal bitte, wenn du eine Mine wirfst, ich wäre fast reingelaufen. Ja, ich bin reingelaufen. Da liegt ein Medipack. Meine Güte, ey. Ich mag das überhaupt nicht. So, da wären wir eingesperrt. Da sind ein paar Soldaten. Nein, das ist glaube ich die Probleme. Oh. Junge, Junge, Junge. Liegt hier irgendwas? Nee. Nö. Ja, man kann nicht immer gewinnen. Mal gewinnen auch die anderen. Na, verliert mal, mal gewinnen die anderen. Oh, jetzt sind wir eingesperrt. Da ist noch eins, nimmst du hier. Du bist kranker als. Ja, auf jeden Fall. So, wir schauen uns jetzt erstmal um, weil wir wurden hier gerade umgesperrt. Ich glaube, es ist wieder ein Event hier, was hier gleich losgeht. Da, geh mal in den Automaten. So, da ist ein Tank, da ist ein Auto. Da blinkt was. Ja, da explodiert jetzt wieder der Gullideckel. So, wir müssen erstmal schauen, wo wir jetzt hin müssen. Da ist ein Schalter. Hinter mir sind Tunnel. Ja, wenn es ist. So, warte mal, ich gucke jetzt mal, wo ich meine Minen verteile. Die können auf jeden Fall... Wer weiß, ob es da aufgeht, wenn ich auf den Knopf drücke. Oh, guck mal, da links. Ja, ja, ich denke mal, das wird ein bisschen dauern, bis es aufgeht. Lass mich mal hier die Minen verteilen, schön. Komm schon bei den Autos auch, ne? Ja, komm mal her. So, eine Mine habe ich noch. Die machen wir... Komm mal her. Kommen bestimmt auch aus dem LKW raus. Ja. Sollen sie mal machen. Grenade. So, okay, dann drück ich mal. Ich hab auch noch eine Mine. Heb ich schon. Ja, drück mal den Knopf. Ich drück den Knopf. Oh Gott. Da kommen sie. Hast du sehr gut gemacht mit der Mine da? Ja, ja. Erstmal rennen lassen. Da brauchst du mich gleich da. Ich geh auf! Irgendwas kommt jetzt hier. Megaplatze. Ich hasse die Minen hier umsonst verteilt. Die haben wir richtig aus dem Knall. Die rennen gar nicht zu den Minen. Ja, wir rennen die langsam. Haben sie gelernt. Ach, hör auf. Guck mal, die ist immer noch aktiv. Aber bloß viermal. Jetzt hat sie geknallt. Was sollen wir hier warten? Das weiß ich nicht. Ich glaube, es kommt gleich was. Ich glaube, es kommen gleich zwei, drei. Oh, da kommt wieder, wieder welche. Ja, lass mich mal. Blase, 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 Blase. Also den Schaden, den die Granate macht. Oh nein, nein! Oh! Geht erst weg. Ich hab eine Granate geworfen. Was ist jetzt? Oh, das gibt's.
Oh, das gibt's nicht, ey. Ich bin tot, Mann. Das gibt's doch gar nicht, oh, ist das fies, ey. Was das mit dem? Nee. Oder, wenn du das sagst, ja, wenn ich nehme eine andere Waffe. Das IG. Ob du den Schalter drücken kannst. Oh nein, das gibt's nicht. Ich bin schon wieder tot. Ja, du bist echt eine Pfeife. Verdammt. Ja, aber komm. Und was muss ich denn jetzt hier warten? Ich weiß es nicht. Fallen hier nochmal welche runter? Ich glaube, da kommt gleich nochmal was, ja. Okay. So. Ich muss das alleine machen, weißt du. Das ist doch nicht euer Ernst. Rudi, du darfst nicht sterben, ja. Also das ist oberstes Gebot. Nachgeladen habe ich ja. Ja, wenn nicht, dann lauf mal ein kurzes Stück runter und guck, ob irgendjemand kommt und dann läufst du wieder zurück. Pass aber bloß auf den Bügel ab, der explodiert immer mal. Und wenn nicht, lauf mal da runter. Ich höre was. No. Die ignorieren diese Minen. Ignorieren diese Minen, ey, das gibt's doch gar nicht. Wie ist denn das? Immer noch nicht da. Muss man hier noch irgendwas drücken? Nee, das würde ja da stehen. Ich glaube, hier irgendwo sind noch welche, die der erstmal platt machen muss. Vielleicht die da? Nein! Guck mal, da sind noch welche. Am besten rennen wir ein bisschen rum hier, das Areal ist ja groß genug. Jetzt, warte mal. Da sind welche. Da, geh da rein, geh in den Fahrstuhl rein. Ich hoffe, dass da oben jetzt gleich ein Safe. Oh Gott, da kommen noch wieder Wecke. Meine Güte. Fallen hier bestimmt drauf. Safe-Punkt? Ja, da ist einer. Aber hier ist noch so ein Ding. Ja, ist egal. Oh, ich bin wieder da. Ups. Naja, ist ja nicht so schlimm. Meine Güte. Bist du wieder gestorben? Die sind aber voll auf mich drauf. Du schuldest mir was. Ja, mal sehen, wie lange. Verdammt! Boah, das gibt's gar nicht. Jetzt muss ich aber erstmal nachrufen. Ich hab ja nicht mehr. Aber ich finde das echt interessant, dass die da so nicht drauf reagieren auf die Minen. Die sind ja einfach vorbeigelaufen. Ja, ich kaufe auf jeden Fall das hier. Hab ich ja. Das hatte ich ja vorher gemacht, ja. Ja. So, achso, Raketenwerfer, Munition. Das ist ein Granatwerfer. Meine ich ja. Hab ich doch gesagt. Alter, das ist was, wenn man richtig zuhört. Was? So, das ist heftig. Dich schleppe ich nochmal durch. Aber war ja nicht mehr viel. Ich habe echt gedacht, da kommt jetzt nochmal so eine Riesenhorde, ey. Da hätte es schlecht ausgesehen für mich. Ja, Sprengkraft kann ich mir leisten. So, dann habe ich das auch schon mal. Ich komme ihnen eh nicht zum Einsetzen, weil ich sowieso vorher verrecke. Aber die sind beide voll auf mich drauf. Ja, na, ich bin ausgewichen und dich haben sie getroffen und haben sie gesagt, gut, der ist schon angekratzt, den machen wir erstmal klar. Boah, so, also jetzt muss ich aufpassen hier. Nee, auf. Jetzt muss ich echt aufpassen hier. Aber wir scheinen jetzt auf jeden Fall schon mal in der Nähe des Dachs zu sein. Mal. So, Minen habe ich ausgewählt. Nein. Ich bin nicht. So, wir müssen bestimmt da runter. Hier ist keine Kiste mehr. Ja, komm mal her. Vorsicht. Müssen wir hier hinter eingehen? Wahrscheinlich, ja. Aber da ging es auch runter. Wo? Hier vorne, guck mal. Hier ist der Zaun offen. Jetzt entweder ist das hier dann der reguläre Weg. Und hier hinten gibt es dann was zu holen für uns. Naja, wir gehen einfach mal hinten lang. Okay, ich stürme mal vor. Feuerwehrmänner. Ich würde mal sagen, ihr habt da ja euren Job nicht richtig erledigt hier. Ja, echt mal. Staatlich bezahlt, aber ach, wenn ich meine Arbeit so machen würde, wärst du schon fünfmal tot, ey. Warte, du da. So.
Hier ist eine Kiste. Wohl nicht. So, da ist ein Tor. Mal, da ist noch ein Feuerwehrmann. Da war ein Feuerwehrmann. Ja. So, und hier gibt's jetzt was. Oder auch nicht. Doch, da war. Also, es ist auch sehr unübersichtlich mittlerweile. Da ist eine Kiste. Da sind noch mehr Kisten. Okay, so. Mr. Mrs. Smith, du nimmst die Kisten und ich passe auf. Ich hab alles unter Kontrolle. Oh nein! Im Leben. Das. Stirb. Schlitzer, stirb. Das gibt's nicht, ja? Okay. Ich hab'n. Gut. Abschlagen. So, dann gehen wir hier mit rechts zurück. Da lang, wa? Kann man hier durch? Sieht so aus, das sieht offen aus. Ich glaube, das ist sogar der Weg. Okay. Hui! Ja. Vorne auf dem Parkplatz kommen wir auch noch runter. Das ist das, was mich ein bisschen irritiert. Ja, wir lassen die einfach kommen. Oh. Okay, ich mach die andere Seite fertig. Ah, guck mal. Da steht so eine Schreibrotze. Eine Brüllbrotze. Oh, da ist noch einer. Da oben. Bin ich quasi auch noch weg. Nee, noch fünfmal schreit hier. Jetzt hat sich ausgebrüllt. Das gibt's doch nicht. Da ist ein Automat. Hab ich mal benutzt. Da müssen wir die Treppe da hoch. Wollen wir da nochmal zurückgehen und gucken, ob wir da runterkommen? Habe ich jetzt gerade nicht so die Muse zu. Dann machen wir das nicht. Wenn Frau sagt, dann ist das so. Ja. Weil wenn es dann nämlich nicht lang geht, dann sag ich, hab ich doch gesagt! Ja, genau. Hättest du mal den älteren Herrn gefragt? So, also, wir müssen da hoch, aber da sind jetzt noch Poller vor, also gehe ich von aus, dass wir jetzt Ärger kriegen. Ja, aber du hast ja Minen. Ich bleib hier mal stehen. Nein! Jetzt kommt hier gleich wieder Nebel, bestimmt. Stimmt. Guck mal, hier sind überall so eine Infektion. Das ist ein Nerv. Oh Gott. Ja, ja. Meine Minen habe ich behoben. Ich glaube, ich habe sogar den geschossen. Ey, ich habe sie beide gekillt. Da war meine Mine. Da sind die gar nicht hingekommen. Hier. Ja. Die lag da. Die sind da bloß hingeflogen. Achso. Weil die doof sind. Ja. Wir haben ja einen Videobeweis, wer die gekillt hat. Ja, genau. Die zwei Minen habe ich noch. Haha. Wenn ich jetzt hier lang laufe, zieh ich dich ran. Komm jetzt los. Nachgeladen. Haha. Wenn ich dir nicht alles sage. Oh. Wir haben es geschafft. Ah, verdammt. Na, ist nicht so schlimm. Aber wir haben das geschafft. Das war aber machbar. Also machbarer als die Runde davor. Ich bin deswegen trotzdem gestorben einmal. Ich bin noch einmal gestorben. Ja, stimmt. Ja, ja. Du hast dich ja das zweite Mal. Da bei dem Fahrstuhl. Mhm. Puh. Aber ansonsten ging das eigentlich. Ja. Wenn die beiden Typen da nicht ausgerechnet auf mich getroffen gesprungen wären und ich schneller gewesen wäre, dann... Ja, wir standen ja nur nebeneinander. Ich konnte nach links ausweichen. Du hattest rechts neben dir einen Krankenwagen. Was wolltest du machen? In den Krankenwagen ausweichen. Also glaube ich zumindest. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ist egal, wir haben es geschafft, ja, Gott sei Dank. Weil wir geil sind. Ja. Ja, dann war das die 6. Folge. Ja. Meine Güte. Und anstrengend gewesen. Das war anstrengend auf jeden Fall. Ja,
Wir hoffen natürlich, euch hat das Video gefallen. Ihr fandet es unterhaltsam oder halt nicht unterhaltsam. Wie fandest du es, Rudi? Unterhaltsam. Okay, alles klar. Brotzig, könnte man ja sagen. Ja, brotzig, das ist alles total Brotze. Ja. Das ist echt auch ein Begriff. Na gut, ist ja nicht so schlimm. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Jo, bis zum nächsten Mal. Tschüss. So.